Heute, was geht ab, Leute? Wir haben hier in Eile auf dem Weg zum Treffpunkt, weil da ein 100er Schmerbe ist. Das fehlt mir noch. Heute ist Community Day und Dachau Purge. Und eigentlich wollte ich Livestreamen, aber tut mir leid, Leute. 100er Schmerbe. Boah, ich bin tot. Ich habe schon die Nacht durchgemacht. 6 Uhr heimgekommen. Bisschen geschlafen. Ich dachte, um 10 stehe ich auf, mache mich bereit für den Livestream. Und genau um 10 kommt das 100er Schmerbe. Vorne sind die anderen. Auf geht's. Alter. Jetzt unverdient, Mann. Das war echt verrückt. Unverdient, ja. Mann. Durch die Dornen, durch den Dschungel. Hatten? Ja. Ja, dank Robert. Bin über den Zaun drüber gejumpt, ja, Alter. Echt verrückt, dazu. Klettern ging nicht. So. Los ich geht's, mal, Leute. Wo der Walfisch ist. Event fängt gleich an. Gerüchten zufolge gibt es eine Menge Scheine Pikachu. Echt? Mit dem Event oder was? Ja, hat Robert gepostet. Also das ist Surferkampf. Ist das der Perch-Gruppe, ja? Okay. Schauen wir mal. Gute Chance für 100er Shiny Pikachu. So, ist 11 Uhr. Savas hat getestet. Eine Entwicklung bringt raus. Schauen wir uns mal meine EP an. Das ist der Start. 63.771.000. Los geht's. Beutel ist eh bis zum Rand voll. Der Papst hat die Umweltzerstörungen im Amazonas kritisiert. In Peru sagte Franziskus, der Amazonas ist nicht ein Reservat der Artenvielfalt, sondern erstmal Toxi. So. Was läuft hier? Geht schon. Während wir auf die Spawns warten, Dachau Purge. Haben wir haben Shiny Pikachu. Ich glaube, die sind alle so. Alter. Oder du hast jetzt Glück gehabt. Warte, ich klicke auch mal eins an. Nee, oi, das ist aber, du hast echt Glück gehabt. Oder ist doch ein Shiny, oder? Erstes Pikachu, das anklickt, Shiny. Oh mein Gott, Robert tötet mich, sag nichts. Robert! Erstes Pikachu, das anklickt, Shiny. Was war das? Erstes Pikachu, das anklickt, ist Shiny. Also seins nur. Nicht shiny. Ja eben, nur bei ihm. Erstes was anklickt, ist shiny direkt. Du bist tot, Alter. Sorry, Bro. Ich hab's noch nicht gecheckt. Richtig, krass bei Savas. Auf jeden Fall. Der schaut gar nicht shiny aus. Doch, der ist braun, der ist shiny. Sicher? Ja, ja. Oi, das war so gelb, was er noch kein shiny Pikachu gezeigt hat. Wo sind die Sterne, Mann? Die kamen am Anfang. Okay. Ja, wenn du ihn fängst, dann siehst du es dann. Ja, ja, da kam später. So ein Glitzer. Okay. Auf jeden Fall, wie ich vorhin gesagt, vermutet, shiny ist erhöht. Auf jeden Fall sind wir jetzt Schloss Oberschleißheim. Warte, warte. Klick mal hier. Und dann beim Beutel. Beutel? Ja, ja genau, also. Da. Da müsst du daneben. Mach bei Funddatum, Mann. Funddatum, oh mein. Ja, ja, shiny. Halt's in die Kamera. Shiny. Erstes Pikachu, das anklickt vom Event. Auf jeden Fall. Wir sind hier Schloss. Waren schon lange nicht mehr da. Scheiß Sunshine-Account. Bisschen Module, leider nur noch 3 und eine Arena, aber geht schon. Glücksseil laufen und ja. Warten, bis gute Spawns reinkommen. Die fahren wir dann ab. Nebenbei entwickeln. So, auf dem Weg zum ersten 100er Pikachu. Schauen wir mal. 100er Shiny wäre schon nicht schlecht. Viele Leute wieder am Start. Jetzt. Ja,
30, einmal despawn. Nein, zum Bowling spielen. Einer ist schon weg. Du musst aber mit einer Hartz-IV-Kugel spielen dann. Symbolisch. Was muss ich? Du musst aber mit einer Hartz-IV-Kugel spielen, nicht mit deiner eigenen. Nee, mit einer Hartz-IV-Kugel spielen. Bist du jetzt die Kugel oder was? Er hat eine eigene, die hat so einen Kern im Sinn. Und die fängt dann an, sich so reinzudrehen, wie du es aus dem Fernsehen kennst. Mit einer Hartz-IV-Kugel spiele ich grundsätzlich nicht. Andere sind nur so Plastikkugeln, die was du auf der Bowlingbank kriegst. Da kannst du gar nicht so werfen. Eine Vorentwicklung. Ja, ich würde sagen, das ist die Urform. Von daher, das ist eigentlich eine Vorentwicklung. Also ich meine, eigentlich schaut der ja schon riesig aus. Der ist gar nicht so groß. Also seht ihr schon? Ja, also ich hätte gesagt, dass der eher ausschaut wie ein Wal. Wie so ein Orca-Wal. Die Größe geht doch nicht so. Drei hat er. Zwei rote und einen blauen. Nein. Das ist so wie Nacken. Nein, ich spiele nur ganz langsam. Ich spiele fernstehend. Ja, genau, ich auch. Mich nicht. Einer, der mich versteht, Mann. Man muss Prioritäten setzen. Man muss Prioritäten setzen. Einfach nur Wichser. Der Albi ist immer nur am Bowling spielen und am Schafkopf. Den Ball klickerst du schon in fünf Durchgängen. Genau. Sehen wir, ob es 100 war. Viel zu krass. Passt doch. Sie hat noch Zeit. Ich hätte es gesehen. So. Parsing angekommen. Zweite Einladung, Alter. Ich sehe es kaum. Sauer schon von seiner zweiten Einladung. Zweite Einladung. Heute läuft bei ihm also. Wer weiß. Auf jeden Fall, hier sind echt eine Menge Leute. Wir waren gerade hier, wo Event zu Ende gegangen ist. Kein Mensch war hier. Wir kommen raus zum Raid. Auf einmal alles voll. Was sagt der Trigger-Hype, gell? Echt so, Trigger-Hype. So, das war der Tag. Bisschen hektisch, bisschen chaotisch. Bisschen, nicht nur bisschen, sondern sogar richtig K.O. Gestern Purge und heute auch Purge, später auch wieder. Alle Highlights von der Purge seht ihr auf Instagram, diese Instagram-Stories oder so. Aber ich blende hier noch ein paar Sachen ein. Event deswegen nicht voll ausgenutzt, weil wir auch noch nebenbei gepurged haben. Aber da kam nicht so viel Gutes rein. Highlight 100er Schmerbe, was ich noch nicht hatte. Und dann waren wir auf 100er Shiny Pikachu-Jagd. Aber leider keiner von den 100ern ein Shiny. Ein normales Shiny habe ich gefangen. Habe ich euch auch eingeblendet. Und ein, zwei habe ich auch gesehen. Habt ihr kommentiert, mir geschickt. 100er Shiny Pikachu gefangen. Glückwunsch. Ansonsten Glückwunsch an alle, die jetzt endlich einen Shiny Pikachu haben, weil von denen hat es nur so gewimmelt. Der Kollege Robert hat irgendwie so innerhalb von einer Minute 5 hintereinander gefangen oder so. Also das ging richtig ab mit den Shiny Pikachus. Was ein bisschen schade ist, weil dadurch haben die eigentlich kompletten Wert verloren. Also ist gar nicht mehr besonders. Aber Event an sich war cool. Bisschen EP gemacht. Endlich wieder ein bisschen Platz im Beutel geschafft. Ich habe gesehen, ein paar von euch sind richtig krass abgegangen, haben die 3 Stunden voll ausgenutzt mit Doppel-EP. Wir haben auch ein paar Raids gemacht mit Doppel-EP und dann Glücksei, Vierfach-EP. Jetzt dann auch am Brunnen, was ganz gut ist, falls da wieder ein EX-Raid kommt. Und danach noch einen beim Bahnhof, also 4 Raids gesamt mit Vierfach-EP. Und ansonsten gestern Highlight noch, 100er Ditto. Endlich habe ich den bekommen. Leider nur 10 BP, das blende ich hier auch nochmal ein. Und was war noch neu? Eins war noch neu. Ein Walmer. Walmer 100 habe ich auch noch bekommen. Richtig geil. 3 neue Sachen. Ditto, Walmer und Schmerbe. Mal schauen, was heute Abend noch geht. Ich lade jetzt das Video hoch. Ess was. Schlaf eine Runde. Dann streame ich. Muss noch ein paar Sachen erledigen. Und dann geht's los. Nochmal purchen. Das heißt für euch, schaut später im Stream vorbei. Schreibt unten in die Kommentare, wie euer Event so lief. Was ihr gemacht habt an EP. Wie viel Shiny Pikachu habt ihr gefangen. Und wie ihr das allgemein fandet, das Event. Findet ihr es gut, dass es nur so kurz ist? Und was haltet ihr von den Pikachus, dass so viele Shinies gekommen sind? Alles unten in die Kommentare. Wir sehen uns später im Livestream. Und das war's von mir. Wie immer liken, subscriben, kommentieren. Checkt die anderen Videos ab. Folgt mir auf Instagram, Facebook und Twitter. Checkt den Shop ab. Vergesst nicht, Pokémon ist serious business.